Es wirkt wie der Aufbruch in eine neue Ära. Taschkent, die Hauptstadt von Usbekistan. Eine Stadt, ein ganzes Land im Wandel. Zwischen östlichen und westlichen Einflüssen, Islam und Konsumgesellschaft. Überall in den Straßen derzeit Wahlwerbung. Es geht um einen gewaltigen Machtzuwachs für den Präsidenten, verpackt in einem Referendum, das zugleich wirtschaftliche und soziale Reformen verspricht. Ich denke, das ist gut. Es soll neue Gesetze geben, die Frauenrechte gestärkt, Gewalt eingeschränkt werden. Verschiedene Sachen sollen sich ändern. Das wird gut und wird Veränderungen bringen, das Referendum. Ich unterstütze das natürlich, denn innerhalb kurzer Zeit hat sich Usbekistan sehr schnell entwickelt. Es gibt aktuell viele große Bauprojekte und für uns junge Menschen gibt es viele neue Möglichkeiten. Ich denke, die meisten Usbeken unterstützen die Reform. Und tatsächlich, einiges scheint passiert in den letzten Jahren. Inzwischen geben sich Investoren die Klinke in die Hand, bringen Geld nach Usbekistan. Nach Jahrzehnten autoritärer Herrschaft öffnet sich das 35 Millionen Einwohnerland unter dem aktuellen Präsidenten nach und nach. Versucht in Zentralasien den Brückenschlag zwischen Ost und West. Doch einige usbekische Kritiker wie der Menschenrechtler und Journalist Timur Karpov hatten die Aufnahme von mehr demokratischen Grundsätzen in das Referendum gefordert. Ich kann nichts Gutes an diesem Referendum finden. Wir sind in einer Situation, dass uns niemand wirklich fragt oder je gefragt hat. So leben wir eben. Wir versuchen uns im Rahmen der Freiheiten, die uns gegeben sind, so gut es geht, einzurichten. Und Timur hat sich eingerichtet, eine Art kleines Kulturzentrum in Taschkent etabliert. Denn noch immer gibt es Menschenrechtsverletzungen, Gewalt gegen Frauen und Kinder. Solche Inszenierungen wären noch vor Jahren nahezu unvorstellbar gewesen. Trotz weiterer angekündigter Reformen, einen ziemlichen Missklang hat das pompös inszenierte Referendum dann doch. Es sieht vor, dass der Präsident für 2 weitere Amtszeiten gewählt werden könnte, bis sage und schreibe 2040.